fahren wir nach Moritzburg und machen da einen Workshop mit Jugendlichen. Und eigentlich wollen wir die auch einladen, dann hierher zu kommen zur Bandprobe, wöchentlich sozusagen. Ich meine, es ist ja auch schönes Wetter, vielleicht kann man auch sagen, die Trompeten und die gehen halt raus. Ja, ja. Und also drei oder vier Proben. Ja, genau, okay. Heute feiern wir den Abschluss unseres Projektes und wir unterrichten Flüchtlinge, die es in einer normalen Schule nicht geschafft hätten, weil deren Deutschkenntnisse nicht gut genug waren. Und hier hatten sie die Chance, einen Hauptschulabschluss zu machen, in einfacher Sprache, mit weniger Fächern. Und wir hatten bis jetzt 44 Schüler und 25 davon haben den Hauptschulabschluss geschafft. Das sind, alle Leute sind total begeistert und machen halt mit und es ergeben sich einfach spontan irgendwelche Situationen, die kann man halt vorher auch nicht wissen. Jetzt zum Beispiel, dass jetzt irgendwie hier, keine Ahnung, zwei, drei Leute Sänger und Rapper sind oder so ähnlich, ne? Oder was weiß ich. Also, und dann steigen die halt ein und steigen halt auf die Musik und ich habe auch gerade gehört, ach, ich wusste ja nicht, dass der singt und dann kommt halt dann irgendwie sowas raus. Ne? Ja, super, in dem Fall. Getanzt und gesungen und viele Instrumente gespielt, ja. Aber es hat viel Spaß gemacht und ich finde das sehr, sehr gut und es ist gut. Wir hoffen, dass wir, also die größte Hoffnung, die wir natürlich heute hatten, war, dass wir noch ein paar Leute finden für unsere Känguru-Band. Und jetzt gleich machen wir noch ein schönes Konzert mit der Banda und das ist sozusagen unser Programm heute. Es ist sehr warm. Wissen wir sehr zu schätzen. Danke. Schönen Sommer euch. Ciao. Vielen Dank.